In diesem Video schauen wir uns die Konfiguration des neuen Skoda Enyaq bzw. des Modelljahres 2024 an und ich gehe mit euch den kompletten Konfigurator durch und wir schauen uns in diesem Video einmal ein Modell 60, einmal einen Sportline 85, einmal einen Lauren & Clement 85X und das RS Modell an. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal alle durch, da ich in der Vergangenheit immer nur ein oder zwei Modelle hergezeigt habe und dann die Rückmeldung manchmal bekam, das oder jenes Modell wäre auch noch interessant gewesen, beziehungsweise manche interessieren sich halt wirklich nur für die Einsteigermodelle, was es hier für Konfigurationsmöglichkeiten gibt und wie man die ausstatten kann. Und deshalb dachte ich mir, wir machen hier in diesem Video mal alle durch. Der Konfigurator beim Enyaq ist relativ kompakt gehalten, deshalb geht sich das locker in einem Video aus. Und in diesem Video geht es auch nur um den Enyaq. Wenn ihr euch für das Enyaq Coupé interessiert, dann schaut in dieses Video hinein. Das werde ich ziemlich zeitnah wahrscheinlich morgen hochladen und da geht es dann im Speziellen nur um das Enyaq Coupé. Aber in diesem Video geht es hier um den Enyaq selbst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los mit dem Enyaq 60 und da hat sich auch nichts verändert, was den Antrieb angeht, also der hat noch immer den bisherigen Elektromotor verbaut, auch die Akkuleistung ist die gleiche. Wenn ihr euch für die Details zum Modelljahr 2024 interessiert, dann schaut in dieses Video hier rein, da habe ich euch alle Informationen zum Modelljahr 2024 mit den ganzen Änderungen, mit dem neuen Upgrade-Motor, den das Modelljahr 2024 bekommen hat, hineingepackt und was es sonst noch alles Wissenswertes dazu gibt, den Link dazu und zu den anderen Videos findet ihr entweder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise ich blende euch hier oben rechts ein. So, Enyaq 60, schauen wir mal kurz rein in die Informationen, was wir hier so von Skoda an Informationen bekommen. Hier sehen wir dann auch die Serienausstattung, also was wir hier dann auch in der Serie bekommen. Der Vollständigkeit halber, ich mache die Konfiguration hier auf der deutschen Konfiguratorseite, denn da sind die 2024er Modelle bereits freigeschaltet. Beispielsweise auf der österreichischen Skoda-Seite sind die noch nicht eingepflegt. Da sieht man immer noch die alten Modelle. Warum das so ist und wann die kommen werden, kann ich euch leider nicht sagen, aber mit aktuellem Stand Mitte Oktober 2023 gibt es die 2024er Modelle hier auf der deutschen Konfiguratorseite. So, dann wähle ich den Enyaq 60 einmal hier aus und dann geht es weiter. Und hier kommen wir zu den Farben und diese Farben stellt uns Skoda hier zur Verfügung. Das Energy Blau ist die einzige Farbe, ja genau, das ist die einzige Farbe, die nichts kostet, also das ist die Standardfarbe und alle anderen Farben sind dann Aufpreis, also zum Beispiel das Graphit Grau Metallic, das Brillant Silber Metallic, das Race Blau Metallic, das Arctic Silber Metallic, das Black Magic Pearl Effekt, das Moon Weiß Pearl Effekt, das Velvet Rot Metallic, das ist dann schon deutlich teurer, das sind die teuersten Farben mit 1030 Euro Aufpreis oder das Phoenix Orange Premium Metallic ebenfalls mit 1030 Euro Aufpreis. Ich würde sagen, ich nehme hier jetzt einmal ein Brillantsilber mit 620 Euro Aufpreis. Das ist eigentlich ganz schick und ja, eine sehr dankbare Farbe, wie ich finde. So, dann geht es hier auch schon weiter zu den Rädern und standardmäßig bekommen wir hier beim Enyaq 19 Zoll Räder. Alternativ gibt es dann auch noch diese hier, die schauen ein bisschen anders aus und sind dann komplett in Silber gehalten und dann gibt es 20 oder 21 Zoll Räder gegen Aufpreis, die dann so aussehen oder hier eben das Toprad 21 Zoll. Ich würde mal sagen, wenn man sich für den Enyaq 60 entscheidet, dann nimmt man dann doch eher wahrscheinlich eine Kategorie drunter oder lässt die Standardfelgen. Ich nehme hier jetzt beim Enyaq mal die 20 Zoll Räder mit den Aero-Kappen, dass hier eben so Inlays mit dabei sind. Hier sieht man es auch. Also sind so Radkappen eigentlich für Alufelgen, die dann ein bisschen den CW-Wert mindern, die nehme ich hier jetzt einmal beim Enyaq 60 mit dazu, kosten 620 Euro Aufpreis. So, dann geht es weiter ans Innenraumdesign und da hat man mehrere Möglichkeiten der Launches, die man sich hier auswählen kann. Standardmäßig hat man hier diese Ausführung, also Stoff-Kunstleder-Kombination in Dunkelgrau, also die Loft Selection oder ja genau, die Loft Selection ist das, das sieht dann so aus, ja relativ schlicht gehalten, das ist der Kofferraum, aber das ist die Standardausführung. Dann hat man hier die Möglichkeit, das Ganze mit gelben Ziernähten zu nehmen, das ist dann die Lounge.
kostet 1300 Euro Aufpreis. So, wenn man hier ins Vollbild geht, dann sieht man das hier auch. Sieht dann so aus, ein bisschen helleres Grau mit eben so Kontrastnähten in, ja, ich würde es Orange nennen. Hier schreiben sie Gelb, aber das sieht mir eher nach einem Orange aus. Dann gibt es hier eben die Lederausstattung mit den cognacfarbenen Bezügen. Die sieht dann so aus. Ziemlich knallig, muss einem gefallen. Und das Ganze natürlich auch in Schwarz. Ebenfalls mit Kontrastnähten, das sieht, finde ich, ganz schick aus. Und dann gibt es nochmal die Lounge, die dann wieder günstiger ist. Das hat man hier jetzt auch nicht nach den Preisen sortiert. Die dann hier so ein bisschen zweifärbig ist mit Naturfaser und Wollstoff. Das sieht dann so aus. Mal was ganz was anderes, wenn man das hier nimmt. Und ja, ich würde sagen, das lasse ich gleich mal so, wie es ist, oder? Nehmen wir die Lounge? Nein, nehmen wir die. So, mit 740 Euro Aufpreis. Und dann geht es weiter zu den Sonderausstattungen. Und hier wird es jetzt ziemlich umfangreich, denn da gibt es ein paar Ausstattungspakete, die man hier beim ENIAC wählen kann. Es gibt hier mal ein ganz ein kleines Ausstattungspaket, das Ausstattungspaket Chrome. Also da bekommt man so Chromzierleisten. Genauer geht man hier jetzt nicht drauf ein, kostet 400 Euro Aufpreis. Aber was interessanter und wichtiger ist, sind hier diese Ausstattungspakete. Also das Ausstattungspaket Clever, danach gibt es dann das Ausstattungspaket Plus, welches das Clever schon beinhaltet und dann noch einige Features dazukommen. Dann gibt es das Ausstattungspaket Advanced und das Top-Ausstattungspaket ist das Ausstattungspaket Max, was alle drei Pakete beinhaltet und dann noch zusätzlich weitere Features mit dem Lieferumfang beinhaltet hat. Was hier jetzt genau drinnen ist, habe ich euch hier in dieser Excel-Liste zusammengestellt. Da habe ich mir aus jedem Paket den gesamten Umfang herausgesucht, was hier in den einzelnen Paketen drinnen ist, denn auf der Skoda-Seite, hier auf der Konfigurator-Seite gibt es so eine Übersicht nicht. Also da muss man in jedes Paket einzeln reinklicken, um sich anzuschauen, okay, was ist hier jetzt alles beinhaltet. Ich blende euch das hier jetzt einmal ein. Schaut euch in Ruhe mal an, was hier alles beinhaltet ist. Ich denke, diese Übersicht ist ganz gut, um sich hier einen Überblick zu verschaffen, was die einzelnen Pakete alles beinhalten. Also das Clever-Paket würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn nicht sogar das Plus-Paket bei Advanced und Max. Da muss man sich halt entscheiden, beziehungsweise muss man halt dann selbst wissen, ob einem das dann wert ist. Denn 7.940 bzw. 10.120 Euro ist schon nicht wenig, aber wie gesagt, der Umfang ist halt insbesondere bei den letzten beiden wirklich gewaltig, also da bekommt man jede Menge mit. Ich nehme jetzt hier bei dieser Konfiguration mal das Ausstattungspaket Plus mit dazu und da gibt es eben viele schöne Features, die dann noch mit dazukommen, eben auch die Matrix LED-Scheinwerfer und die Voll-LED-Rückleuchten sind da mit dabei, dann die elektrische Heckklappe, Memory-Sitze und so weiter und so fort, aber ihr habt es eh vorhin gesehen, das gehe ich jetzt nicht alles im Detail durch. Also ich nehme dieses Ausstattungspaket hier mal mit dazu und dann gäbe es noch die Möglichkeit, ein Panoramaschiebedach mitzuordern, eine Anhängevorrichtung, ein weiteres Ausstattungspaket, das ist das Transport-Ausstattungspaket, da bekommt man dann auch noch ein Kofferraumnetz dazu, das sieht man hier. Dann eine Lehnenfernentriegelung, also hier die Entriegelung, dass man die Rückenlehne der Rückbank umklappen kann, also dass das im Serienumfang nicht beinhaltet ist, finde ich schon sehr schade. Und das gibt es bei vielen Modellen schon in der Basis mit dazu, warum das jetzt hier beim ENIAC nicht im Serienumfang eigentlich schon mit dabei ist, ja, keine Ahnung. Aber wenn man das haben möchte, muss man hier eben leider das Transportpaket mit dazu nehmen und den variablen Ladeboden im Kofferraum bekommt man dann ebenfalls mit dazu. 360 Euro kostet der Spaß, nehme ich mal mit. Dann gibt es hier noch die Gepäcknetztrennwand. Wenn man oft viel geladen hat, sicherlich eine gute Idee, wenn man das mit dazu nehmen möchte. Dann hätte man hier nochmal die Möglichkeit, sich für ein anderes Leichtmetallrad, für andere Leichtmetallfelgen zu entscheiden. Mache ich jetzt nicht. Und dann gibt es hier noch Sonderzubehör, was man hier auswählen kann, eben eine Kühlbox, Halterungen für Tablets und Smart-Geräte und Kabeln und was weiß ich alles. Das gehe ich jetzt auch nicht im Detail durch, gehört wie gesagt zur Kategorie Zubehör. Und dann geht es hier weiter. Und hier hat man dann noch die Möglichkeit, die Herstellerbeteiligung für den Umweltbonus mit dazu zu nehmen. Und das nehmen wir natürlich an, eh ganz klar.
und hier dann noch den zusätzlichen Universal Charger, also den IV Universal Charger. Den kann man ebenfalls hier mit dazu nehmen, lasse ich jetzt aber mal weg, ob man das jetzt hier braucht oder nicht. Das, wie gesagt, auch wieder so ein Punkt, muss in jeder für sich selbst entscheiden. Und dann sind wir mit dem ENIAC 60 schon durch und kommen hier auf einen Preis von 51.085, natürlich der unverbindliche Preis. Sämtliche Rabatte und Verhandlungsgeschick und so weiter und so fort sind hier natürlich nicht mit berücksichtigt. Da geht es hier rein um den Listenpreis. So, dann schauen wir uns als nächstes den Sportline an und da entscheide ich mich für den 85 Sportline. Kurze Info noch, 85 und 85XX sind ja die Allradmodelle, sprich da hat man auch noch einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse. Leistungstechnisch sind beide gleich. Also beide Modelle haben dieselbe Leistung, obwohl die 85er Modelle den neuen Heckmotor mit verbaut haben, der deutlich mehr Leistung hat als der alte. Und beim X-Modell hat man eben noch zwei. Da sollte man normalerweise glauben, dass der X auch etwas mehr Leistung hat als der heckangetriebene ENIAC, ist aber aktuell noch nicht der Fall. Das Einzige, was man hier jetzt eben als Mehrwert beim X-Modell bekommt, ist eben, dass man einen Allradantrieb hat mit dem zweiten Elektromotor an der Vorderachse und dass beim 85X die Schnellladeleistung auf 175 kW gesteigert wurde. Was man beim 85er nicht bekommt, da sind es 125 kW, die man hier als maximale Schnellladeleistung bekommt. Der 85X hätte dann etwas mehr Schnellladeleistung. Das sind so eigentlich bisher, also fürs Modelljahr 2024, die Hauptunterschiede. 2025 soll angeblich dann der neue Frontmotor auch kommen, der überarbeitete, da kann es dann mitunter sein. Und ich denke mal, dass es so kommen wird, dass dann das 85X-Modell dann auch mehr Leistung gegenüber dem 85er-Modell hat. Aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Da bekommt man beim 85 und 85X mit dem Modelljahr 2024 die idente Leistung serviert. Sprich, das 85X-Modell dürfte von Werk aus gedrosselt sein. Also so viel dazu und den Sportline gäbe es auch als 60er Modell, aber ich nehme hier jetzt den 85er Sportline. Und dann geht es weiter und da schauen wir uns dann wieder die Farben an und da hat sich im Vergleich zum Standard 60 ENIAC nichts geändert. Die gleichen Farben, die gleichen Preise, alles ident, aber das Rot finde ich steht dem Sportline ganz gut. Alternativ könnte man auch das Orange nehmen, aber ich lasse jetzt hier mal das Rot. Und dann geht es auch schon weiter. Und serienmäßig hat das Sportline-Modell 20 Zoll Räder montiert. Das sind diese hier. Da könnte man dann alternativ ohne Aufpreis auf diese Räder wechseln, die meiner Meinung nach besser aussehen. Also mir gefallen sie optisch besser. Und die Top-Räder gäbe es hier auch noch. Und die passen dem ENIAC Sportline, finde ich, wirklich sehr gut. 750 Euro Aufpreis, 21 Zoll Räder. Die machen schon was her und die lasse ich da auch drauf. Also das sieht schon sehr schick aus, wie ich finde. Ach, und bevor es weitergeht, habe ich euch natürlich die Serienausstattung unterschlagen. Da schauen wir jetzt nochmal schnell zurück. Was bekommen wir hier? Also wir bekommen eine Wärmepumpe, wir bekommen die Matrix-LED-Scheinwerfer und das Exterieur mit Kontrastfarbe schwarz. Wir bekommen auch Sportsitze, weil es ist ja die Sportline-Ausführung. Und auch der Stoßfänger sowie Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert sind hier ebenfalls schon mit an Bord. Das ist das Sportline-Modell in seiner ganzen Pracht. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, wie ich finde. Und stellt auch eine Alternative natürlich zum ENIAC RS dar. Schwarzen Dachhimmel bekommt man hier ebenfalls auch mit dazu. Also alles so ein bisschen mehr auf Sportlichkeit getrimmt. So. Zurück zur Konfiguration, also wie gesagt, die Räder haben wir und die Farbe haben wir jetzt auch schon ausgewählt und dann geht es an die Sonderausstattung bzw. nein, halt zunächst noch an die Innenausstattung und da gibt es eigentlich keine weitere Ausstattung, das ist die RS-Lederausstattung in Schwarz, Vollbild, so sieht das dann im Innenraum des ENIAC Sportline aus, hier auch mit diesen Carbon angedeuteten Applikationen dann am Armaturenbrett und in den Türen drin. So, und hier kommen wir zu den Sonderausstattungen und hier gibt es nur noch das Ausstattungspaket Advanced bzw. Max, weil die anderen Ausstattungspakete bereits im Serienumfang der Sportline beinhaltet sind. Also das Ausstattungspaket Plus ist beim ENIAC Sportline bereits beinhaltet
und alternativ kann man das dann noch upgraden mit dem Advanced oder mit dem Max-Paket. Und für den Sportline nehme ich hier jetzt einmal das Advanced-Paket mit dazu. Da bekommt man dann eben noch diese schönen Dinge wie eben das Kanton-Sound-System, die Frontscheibenheizung und das Augmented Reality Head-Up-Display und so weiter und so fort. Um 2250 €. Panoramaschiebedach, das nehme ich jetzt hier beim ENIAC Sportline ebenfalls mit dazu. Dann gibt es eben hier noch die Anhängevorrichtung, das Ausstattungspaket Transport, was wir eh auch schon hatten, nehme ich auch hier wieder mit dazu. Die Gepäcknetztrennwand lasse ich auch hier wieder weg. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Also ihr seht, es ist wirklich sehr kompakt und übersichtlich und aufgeräumt. Alles andere hier im Zubehör, ja, da gibt es natürlich mehrere Sachen, die man noch dazu buchen kann. Aber was die normalen Sonderausstattungen angeht, also wenn wir uns hier Konfiguratoren von anderen Fahrzeugmodellen bzw. anderen Fahrzeugmarken auch anschauen, ist das wirklich sehr, sehr übersichtlich, wie ich finde. Ja, und dann geht es weiter. Und auch hier wieder den IB Universal Charger kann man natürlich auch noch mit dazu ordern. Und dann sind wir auch schon durch und das ist die Sportline. Um 61.740 € im Vergleich dazu jetzt nochmal den ENIAC 60 um 51.085 €. Macht schon etwas her, wie ich finde, kostet natürlich auch mehr. So, als drittes schauen wir uns jetzt den ENIAC Lauren und Clement an und da zeige ich euch jetzt die 85X Version und da schauen wir natürlich jetzt auch wieder in die Serienausstattung hinein und Lauren und Clement, das ist natürlich auf Komfort getrimmt, da ist natürlich alles sehr gediegen und auf Luxus getrimmt, sage ich jetzt einmal, und war schon immer die Luxusausführung bei den Skoda-Modellen. Und auch hier gibt es zum Beispiel schon mit beinhaltet das Crystal Face, das Augmented Reality Head-Up Display, nämlich der Grund dafür liegt darin, dass der Lauren und Clement bereits das Advanced Paket ebenfalls schon mit dabei hat, also hier hat man dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, als Ausstattungspaket das Ausstattungspaket Max mit dazu zu nehmen. Aber Advanced ist hier ebenfalls schon mit beinhaltet. Also der Serienumfang ist hier wirklich extrem umfangreich beim Lauren und Clement. Also wenn man hier auf vieles Wert legt, dann sollte man sich für den Lauren und Clement entscheiden. Und das nehmen wir jetzt auch. Und auch hier gibt es wieder die Farben, bis auf das Energy Blau, das ist hier weg. Und der nächste Unterschied ist, dass diese Farben hier alle keinen Aufpreis bedarfen. Also da kann man zwischen Graphitgrau Metallic, Brillant Silber, Race Blau, Arctic Silber, Black Magic und Moonweiß wählen ohne Aufpreis. Einzig allein die beiden Premium Metallic kosten 410 € Aufpreis, also auch sehr moderat im Vergleich zu den bisherigen Modellen. Und das finde ich wirklich super. Also das ist schon nicht schlecht, dass man hier diese Auswahl hat an den verschiedensten Farben. Das ist wirklich eine schöne Sache, wie ich finde. Und wenn man es gediegen mag, sieht das Weiß sicher nicht schlecht aus beim Lauren und Clement. Alternativ das Graphitgrau finde ich auch sehr, sehr schick für den Lauren und Clement. Und ich lasse gleich hier das Graphitgrau Metallic und dann geht es hier auch schon weiter zu den Rädern. Und auch hier bekommt man serienmäßig die 20 Zoll Räder. Alternativ gibt es hier die 21 Zoll Räder und die kann ich wirklich nur empfehlen, denn die schauen wirklich toll aus beim Lauren und Clement und passen dem Fahrzeug richtig gut. Insbesondere in Kombination mit dem Graphitgrau Metallic. Das matcht mit den Felgen, finde ich wirklich sehr gut und passt dem Lauren und Clement. 750 € Aufpreis für die 21 Zoll Räder und dann geht es auch schon weiter ans Interieur. Und hier bekommt man die Design Selection Lauren und Clement Suite in Beige und das finde ich passt beim Lauren und Clement ebenfalls ganz gut. Die Bilder hier kommen der Realität überhaupt nicht nahe. Ich blende euch hier mal ein, wie das in Natura aussieht und für ein Lauren und Clement Modell finde ich das einfach nur passend und sieht totschick aus, wie ich finde. Alternativ gibt es das Ganze natürlich auch in Schwarz. Da blende ich euch auch hier ein, wie das aussieht in Schwarz. Aber für ein Lauren und Clement, wie gesagt, ist Geschmackssache, aber ich finde, das Beige steht dem Lauren und Clement extrem gut und deshalb nehme ich auch das Beige. Und dann geht es hier auch schon weiter.
So, und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auch das Ausstattungspaket Advanced ist hier beim Laurin und Clemens schon mit dabei. Alternativ könnte man sich dann noch für die ganze Dröhnung, sage ich jetzt einmal, entscheiden und hier dann noch das Ausstattungspaket Max mit dem adaptiven Bordfahrwerk, mit dem Area View und so weiter und so fort mit dazu nehmen. Das mache ich jetzt auch. Dann ist wirklich alles mit beinhaltet, was die Ausstattungspakete hergeben. Dann gibt es noch das Panoramaschiebedach, das nehme ich ebenfalls mit dazu. Die Anhängevorrichtung nehmen wir auch und das Cargo-Paket bzw. Transportpaket nehme ich ebenfalls mit dazu. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Also wie gesagt, extrem übersichtlich und sehr einfach gestaltet. Da wird die Konfiguration zum Kinderspiel, wie ich finde. So, und dann haben wir hier den Laurent und Clement um einen unverbindlichen Preis von 65.520 Euro. Zum Vergleich hier nochmal die Sportline und den Enyaq 60. Und last but not least schauen wir uns natürlich noch das RS-Modell an und auch hier werfen wir kurz einen Blick in die Serienausstattung und auch hier bekommen wir schon das Crystal Face mit dazu, Augmented Reality Head-Up Display ist schon mit dabei, Kanton Soundsystem ist ebenfalls schon mit dabei und auch hier gibt es wieder jede Menge Ausstattung, wie man hier eben sehen kann. So, dann geht es weiter und beim RS gibt es natürlich die Sonderfarbe Mamba Grün. Das gibt es nur beim RS und hier bekommt man auch wieder, wenn man möchte, das Energy Blau oder die anderen Farben, aber auch hier wieder mit einem erheblichen Aufpreis mit verbunden. Also nicht so wie beim Laurin und Clement. Und beim Laurin und Clement, das hat mich wirklich selbst überrascht, dass man hier so viel Auswahl an unter Anführungszeichen kostenlosen Farben hat. Das gibt es aber wie gesagt nur beim Laurin und Clement. Ich lasse dann hier gleich das Mamba Grün mit dabei um 410 Euro. Und dann geht es auch schon weiter. So, und hier sind wir wieder bei den Rädern. Serienmäßig gibt es hier 20 Zoll Räder in Schwarz. Das sind die hier auch wieder mit so Aero Inlays. Alternativ die 21 Zoll Räder. Und ja, für eine RS finde ich passen die 21 Zoll Räder am besten. Und ebenfalls auch hier wieder mit diesen Aero Kappen, also mit den Radkappen für Alufelgen. Die lasse ich jetzt so drin und kosten 750 Euro Aufpreis und dann geht es auch schon weiter ans Interieur und da hat man hier jetzt die Auswahl zwischen diesen beiden, also standardmäßig ist hier Mikrofaser-Leder-Kombination in Schwarz mit Ziernähten Leim. Mit der Außenfarbe Mamba Grün passt das natürlich wie die Faust aufs Auge und da sieht das wirklich toll aus. In Kombination mit anderen Farben, ja, das muss man sich halt dann anschauen, also wenn man den RS in Rot oder in Orange nimmt und hat dann im Inneren diese gelben Ziernähte, ob das dann so gut passt, weiß ich nicht. Aber hier eben mit der Außenfarbe passt das wie die Faust aufs Auge. Alternativ könnte man sich auch dann hier die Design Selection RS Suite aussuchen. Das sieht dann so aus, also das ist dann deutlich neutraler gehalten, so wie es, glaube ich, jetzt dann auch die Sportline war, ohne dem, also hier eben dann auch noch mit dem VRS-Logo. Das wäre natürlich dann die dezente Alternative. Aber in Anbetracht dessen, dass ich hier die Außenfarbe jetzt Mamba Grün genommen habe, nehme ich hier das mit den farbenen Ziernähten, denn wie gesagt, das passt aus meiner Sicht am besten. So, und dann geht es hier auch schon wieder weiter. Und dann kommen wir hier wieder zu den Ausstattungspaketen. Und auch hier gibt es als einzige Alternative noch das Ausstattungspaket Max, was man hier noch mit dazu buchen kann um 1.600 Euro. Das nehmen wir natürlich ebenfalls mit dazu. So, dann gibt es hier dann natürlich noch das Panoramaschiebedach, nehme ich ebenfalls mit dazu. Eine Anhängevorrichtung lasse ich hier jetzt mal wieder weg. Und das Ausstattungspaket Transport nehme ich ebenfalls wieder mit dazu. Und dann sind wir auch hier wieder durch und können hier schon weitergehen. Und dann haben wir hier das RS-Modell um einen unverbindlichen Preis von 65.180 Euro. Hier nochmal im Vergleich dazu den Laurin und Clement, das Sportline-Modell und den Enyaq 60. Und so sieht's aus. Das ist der Bestandteil des Enyaq-Konfigurators für das Modell 2024. Mich würde jetzt noch interessieren, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr vielleicht aktuell einen Enyaq in Bestellung? Wollt ihr euch einen zulegen? Wenn ja, welchen? Was soll der beinhalten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein.
Ich hoffe, das Video war für euch interessant und hilfreich und wie gesagt, wenn ihr euch für das Enyaq Coupé interessiert, dann schaut in das Folgevideo hinein, denn da geht es dann um das Enyaq Coupé.